einer der absolut wichtigsten Spots am Moskitosee. Hier an der Stelle ist einer der wichtigsten Spots und hier fängt man fast alles, was das Moskitoherz begehrt. Also, wenn ihr Bock habt, am Moskito was rauszuziehen, solltet ihr hier hingehen. Ob ihr hier mit der Stippe hingeht, ob ihr hier Spinning macht oder einfach schön Plumpsangeln mit den Grundruten. Das hier ist sensationell. Auf 97,84 lübt es eigentlich immer. Ich werfe jetzt hier einfach mal random ein paar Köder aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Klassiker. Sowas wie Weißbrot werfen wir mal raus. Zack, hier vorne hin. Sechser Haken Weißbrot. Die Made geht eigentlich auch immer. Die haben wir hier drauf. Zack, auch ganz entspannt aus dem Handgelenk, ohne Clip. Ich versuche gerade jetzt hier so ein bisschen vor die Seerosen zu kommen, in den etwas freieren Bereich. Und als drittes nehmen wir noch einen Regenwurm. Auch ein absoluter Klassiker, den man ja von Anfang an auch schon hat. Zack, hingestellt. Und dann haben wir jetzt hier an etwas, ja, etwas unterschiedlichen Stellen, aber alles hier an diesem Spot so ein bisschen die Kante mit drei Ködern ausgelegt. Und dann gucken wir mal, ob hier auch was reingeht. Ganz wichtig natürlich, testen, testen, testen. Alle Spots sind immer unterschiedlich von den Ködern. Und je nachdem, zu welcher Zeit du das Video schaust, wenn es jetzt ein paar Wochen oder Monate auch sogar schon her ist, kann diese Stelle natürlich sehr gut mit anderen Ködern wieder funktionieren. Bedeutet für dich, immer ausprobieren, eine kurze Zeit lang, ja, testen, läuft da was oder läuft da nichts. Wir sehen jetzt hier gerade auf dem Brotteig geht es natürlich direkt wieder los. Das heißt, wir haben hier schon mal die Möglichkeit zu sagen, ja, Brotteig würde für heute, für meine Situation jetzt im Moment schon mal ganz gut funktionieren. Liefert zumindest schon mal den ersten Fisch. Und dann kann man eben sagen, okay, welcher Köder funktioniert vielleicht sogar noch am besten oder welcher liefert gerade die dicksten Brocken. Vielleicht ist es ja auch jetzt gleich hier die Made, die schönen Brocken liefert. Und dann baut man dementsprechend sein gesamtes Setup komplett um auf Made dann in dem Fall. Die Routen sind ähnlich zusammengebaut. Ich habe hier jetzt natürlich übertrieben gute Routen. Sowas hat man im Anfangsbereich natürlich nicht. Aber auch wenn man hier mit dem Feederset Start hier rangeht, ich verlinke nochmal das Tutorial dazu. Bestes Set für den Anfang. Dieses Tutorial lohnt sich absolut, beziehungsweise am besten mal die ganze Serie durchziehen, denn da wird ganz viel wertvolle Informationen erzählt, beigebracht, auf was man achten muss und welche Köder man am besten verwendet und so weiter. Wie baut man sein Setup richtig auf? Also, das ganz wichtig für den Start ins Game, dass man da auch nicht viele Fehler macht, denn man kann sehr, sehr viele Fehler machen im Game. Ja, wie gesagt, wenn man dann hier steht, viele Köder schon probiert hat, konzentriert man sich dann irgendwann auf den Köder, der am besten funktioniert. Es ist natürlich auch so, dass das unterschiedlich ist, je nach Uhrzeit. Wir gehen jetzt so langsam hier in Richtung der Abendstunden. Tagsüber, morgens und ja, eigentlich tagsüber komplett kann man hier auch mit der Stippe stehen. Man kann hier mit Fliegen oder mit Zuckmücke hier probieren, auch Frösche zu fangen. Auch das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Auch dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht. Das ist dann allerdings vielleicht eher interessant, wenn man ein bisschen höher ist vom Level, weil man Frösche, ja, könnte man vielleicht ganz gut verkaufen, aber so richtig viel Silber bringen die eigentlich nicht. Da sind dann doch andere Fische interessanter. Schleien zum Beispiel gibt es an verschiedensten Stellen. Auch das lohnt sich dann richtig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bietet diese Stelle hier ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch in verschiedenste Richtungen werfen. Ich versuche, diese Richtung hier ganz rechts immer so ein bisschen zu meiden, weil diese Bäume, die hier sind, ja, ich sag immer, die kommen direkt aus der Hölle, auch der ganz hinten liegt. Sobald man da zu nah dran wirft, passiert es häufig, dass man verhakt. Und dann hängt der, ja, der letzte oder der einzige gute Haken hängt dann da im Baum und dann passiert halt häufig ein Abriss oder sowas. Oder man muss, damit es nicht abreißt, einfach wieder neu starten das Game. Und das ist halt immer ärgerlich, man verliert viel Zeit und ich versuche das halt immer zu vermeiden. Deswegen versuche ich da gar nicht erst hinzuwerfen. Nicht, dass dann da aus Versehen irgendwie unterirdisch nochmal so eine,
so ein Ast irgendwie unterirdisch, sag ich, unterm Wasser, unter der Oberfläche hier vielleicht noch ein Ast lang geht und dann deinen einzigen Haken verhakt und mitnimmt, wollen wir nicht. Ja, ich habe jetzt gerade hier auf dem Regenwurm einen schönen Kaulbarsch gefangen. Sehr, sehr schön. Und auch Kaulbarsche, da versuchen wir es jetzt gleich, wenn es dunkel wird, gezielt drauf zu gehen. Denn Kaulbarsche lohnen sich halt richtig gut auch fürs Angeln in der Nacht. Das heißt, wenn ihr gerade an so ein Gewässer kommt, wo die Kaulbarsche sind oder jetzt hier zum Beispiel zum Moskito, es wird langsam dunkel, dann doch einfach mal diese Stelle hier nutzen. Zack, eben schnell hier. Man startet ja hier in diesem Bereich, über die Brücke eben hier rüber gehen und dann hier genau in dem Knick hinstellen und flach auswerfen. 97,84, wie gesagt, eine der wichtigsten Stellen am Moskitosee. Ja, diese Route, die baue ich jetzt auch gleich schon mal um. Werde dann hier jetzt gleich das Ganze mal auf Kaulbarsch münzen. Das heißt, ich gehe mal hier auf einen kleinen Haken, so ein 20er oder so ein 18er zum Beispiel. Recht klein und nehme dann hier auch den Regenwurm. Das wäre jetzt hier ein klassisches Setup auch für Kaulbarsch. Schnurstärke und ähnliches, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Natürlich kann man das im späteren Spielverlauf alles optimieren. Das heißt, auch für Kaulbarsch würde ich natürlich deutlich feiner und dünner dran gehen. Wenn man allerdings hier gerade mit seinem Starter-Set steht, ist man froh, dass man eine vernünftige Schnur einfach schon mal hat. Beziehungsweise erstmal eine vernünftige Grundroute hat. Und die Schnur, die halt da drauf ist, die verwendet man dann auch erstmal. Das heißt, man kann hier natürlich auch mit so einem etwas rudimentäreren Angelset hier stehen und das ganz normal alles rausziehen. Winkelpicker, so wie ich die jetzt hier gerade verwende, ist einfach, das ist Endgame. Wenn man keine anderen Sorgen mehr hat im Game, holt man sich Routen, die speziell ausgelegt sind für extra kleine Fische. Wer will schon kleine Fische fangen? Also, wir sind ja im Großen und Ganzen auf die großen Brocken aus, auch im späteren Verlauf. Zack, jawohl, auch solche. Sehr schön. Na, was haben wir denn da, ey? Na? Oha, ein großer Giebel. Boah, 1,3er Giebel, auch richtig gut. Auf dem Regenwurm hier einfach. Ja, sehr gut, so soll das gehen. Und so unterschiedlich können die Fische sein. Das Schöne ist, dadurch, dass hier unterschiedliche Fische reingehen, haben wir eben auch eine höhere Chance, dass wir schnell Skillpunkte erreichen. Wir leveln schnell weiter. Und was eben auch wichtig ist, wir kriegen hier viele unterschiedliche Fische. Und die vielen unterschiedlichen Fische können wir dann ganz da hinten am Café, das sehen wir gerade noch am Horizont, da können wir dann die Café-Aufträge absolvieren. Das ist auch nochmal wichtig, denn dadurch kriegen wir richtig schön Bonus-Silber. Also wir verdienen deutlich mehr Silber, wenn wir Kaffeeaufträge absolvieren. Heißt also für dich, Kescher immer richtig schön voll machen hier. Ganz viel unterschiedliche Fische rausziehen mit unterschiedlichen Ködern. Und dann alles abgeben im Café, viele Kaffeeaufträge absolvieren. Und es zuppelt und es zuppelt. Ja, das macht den Spot einfach so gut. Man fängt kontinuierlich, man fängt immer unterschiedliche Fische. Karauschen, Giebel, Kaulbarsche, Barsche. Goldschleie hatte ich hier auch schon mal gefangen, Frösche, Lauben und so weiter und so weiter. Also, rausziehen die Brocken an diesem wichtigen Spot. Zap, zap, zap. Ja, ich ziehe jetzt hier noch weiter raus, es wird langsam dunkel und das heißt also, ich rüste gleich komplett um hier auf Kaulbarsch. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.